zinslose Zeiten und die Auswirkungen auf die Gemeinden, die Kommunen, aber auch die Landkreise, aber auch auf die Finanzwelt ist das Thema des Kommunalforums in Baden-Baden im Jahr 2017. Der Veranstalter und Gastgeber ist wieder der Baden-Württembergische Sparkassenverband und Präsident Peter Schneider. Dieses Thema scheint heute sehr speziell gewesen zu sein im Vergleich zum letzten Jahr und hochinteressant, wie es kaum jemand wohl erwartet hatte von diesem nüchternen Titel Zinslos. Auf den ersten Blick glaubt man, das sei ein Finanzthema allein. Also Sparkassen vor allem betreffen, Finanzinstitute. Wer sich näher damit beschäftigt, merkt ganz schnell, dass Kommunen genauso betroffen sind wie übrigens alle. Jeder ist betroffen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Sparerinnen und Sparer, ob jetzt auf der Finanziererseite oder auf der Anlegerseite, jeder ist betroffen. Und ich glaube, das ist deutlich geworden bei dieser Veranstaltung. Drum viel Resonanz, fast 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich glaube, jetzt auch viel Resonanz auf die Vorträge und super interessante Vorträge, die das Thema von verschiedenen Richtungen beleuchtet haben. Wie ist das für Sie als Fachmann, wenn Sie so einen Vortrag hören wie von dem Professor Sinn oder vom Professor Raffelhüschen? Gibt Ihnen das auch persönlich noch was? Auf jeden Fall. Also Professor Sinn ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Der hat großes Gehör in der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachwelt. Und er hat heute uns Dinge gezeigt, die man sich normalerweise nicht erschließen kann, die sehr komplex sind, die auch übrigens nicht in der Öffentlichkeit laufen. Die können Sie nicht so einfach nachrecherchieren oder sonst etwas. Sondern er hat ganz spezifisch die Target-Problematik uns heute erläutert, die sehr komplexe ist, sehr schwierige ist. Aber man kriegt ein gutes Gefühl, man kriegt auch eine Einschätzung eines so erfahrenen, anerkannten Wissenschaftlers. Das brauchen wir. Professor Raffelhüschen hat es aus der Sicht mehr, der gesellschaftlichen Auswirkungen beleuchtet, der Altersversorgung. Und er kam eigentlich zum gleichen Ergebnis bei Licht betrachtet. Also das sind auf jeden Fall für uns Vorträge, die uns sehr viel geben.